Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Juni in 2022 für den Aszendenten Waage. Bevor wir loslegen, zwei wichtige Dinge. Es macht Sinn, dass du deinen Aszendenten kennst. Ist das noch nicht der Fall, klick bitte unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, um zu erfahren, wie du ihn dir berechnen kannst. Außerdem läuft gerade der Selbsterkenntnis-Pfingstmarkt, wo du Gelegenheit hast, dich an den Marktständen umzusehen, um dich dort ja mit Produkten, mit Angeboten zu beschäftigen, die dir helfen bei deiner Erkenntnisarbeit, bei deiner Entwicklung, bei deiner Lebensausrichtung. Und so ist es ganz wichtig, trotz allem, was da draußen geschieht und was so ja mächtig erscheint, dass wir nicht den Fokus verlieren von den Bereichen, wo wir Macht haben, wo wir gestalten können im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und das ist immer die eigene Persönlichkeit und das eigene Leben. Und dafür kann auch der Selbsterkenntnis Pfingstmarkt dir eine Hilfe und Unterstützung sein. Du siehst hier oben links die Webseite dazu eingeblendet oder du findest auch unterhalb des Videos in der Videobeschreibung einen Link dazu. Gut, dann lass uns loslegen. Wir beginnen mit den langsam laufenden Planeten. Die begleiten dich meistens für eine längere Weile in einem bestimmten Haus. So kannst du auch, ja, mit mehr Zeit an diesen Themen arbeiten, dich damit auseinandersetzen. Und danach kommen wir zu den schneller laufenden Planeten. Die wechseln oft innerhalb eines Monats die Hausposition und wirken dann auf unterschiedliche Lebensbereiche ein. Wir starten mit dem Mondknoten Rahu und Ketu. Du hast den Ketu im zweiten Haus, du hast den Rahu im achten Haus. Diese Achse, das zweite und achte Haus, hat immer viel mit äußerer und innerer Sicherheit und Stabilität zu tun. Damit du stabil durchs Leben gehen kannst, brauchst du sowohl Innenstabilität als auch Außen. Der Ketu im zweiten Haus zeigt jedoch an, dass jetzt der Fokus nicht so sehr auf der äußeren Stabilität ist, selbst wenn diese wichtig ist, sondern dass du mit dem Rahu im achten Haus auch mit Umbrüchen konfrontiert werden kannst, mit Krisen konfrontiert werden kannst, die letztlich deine innere Stärke ein Stück weit testen. Und genau in diesen Phasen wirst du aber mehr innere Kraft entwickeln. Wenn alles gut läuft, wenn alles in Ordnung ist, dann wirst du auch nicht diese innere Stabilität noch weiter zur Entfaltung bringen. Diese Kraft wird erst entwickelt, wenn du ein Stück weit auch mit Krisen konfrontiert wirst. Und wenn du das weißt, dann muss es dich künftig auch nicht mehr so schrecken, weil du weißt, jetzt geht es darum, stark zu werden, gestärkt aus einem Transformationsprozess letztlich hervorzugehen. Und das wird dir, wenn irgendwann mal wieder eine Krise kommt, dir ganz gewiss helfen. Das Leben besteht so oder geht so, dass wir etwas erleben. Wir lernen hoffentlich etwas daraus, bauen mehr Stabilität innen auf. Dann natürlich irgendwann geschieht wieder etwas im Leben, was uns herausfordert. Dann bauen wir wieder mehr Stärke auf. Und so ist es eher wie so eine Treppe zu sehen, die sich immer weiterentwickelt. Dann haben wir den Saturn bei dir im fünften Haus. Dort steht er gut, auch in seinem eigenen Zeichen. Der Saturn steht für die tägliche Arbeit. Das fünfte Haus steht für deine Talente, die du jetzt mehr mit deiner Arbeit verbinden solltest. Das fünfte Haus steht für deine Inspirationen, die du auch in deine Arbeit einfließen lassen kannst, sofern du sie wirklich wahrnehmen kannst. Denn Saturn, seine Natur ist es zu blockieren, zu begrenzen. Und so kann es eher sein, dass du ein Stück weit jetzt vielleicht gerade mal nicht so inspiriert bist. Und dann geht es auch darum, trotzdem deiner Arbeit ja damit fortzufahren, selbst wenn es einfach nur mehr eine Pflicht ist. Saturn steht ja für das Pflichtprogramm. Und so gibt es natürlich auch Zeiten im Leben, wo wir durch manches hindurch müssen, wo nicht immer so die Begeisterung und die Inspiration mit dabei ist.
Saturn regiert bei dir über das vierte Haus, das steht für dein Zuhause, es steht aber auch für Immobilien. Saturn steht jedoch mehr für Landerwerb, für Grundstücke. Und das fünfte Haus steht für Investitionen, also für dich eine gute Zeit, um in Land, in Grund und Boden zu investieren. Das fünfte Haus steht für Kinder. Mit Kindern kannst du auch Begrenzungen erfahren. Oder auch die Kinder sind mehr blockiert in ihrem Ausdruck, was wiederum auch emotional sich hinderlich auswirken kann. Der Jupiter und der Mars stehen im siebten Haus. Dem Mars geht es dort natürlich gut in seinem eigenen Zeichen. So bist du sehr leidenschaftlich, sehr energisch, sehr mutig, möchtest Probleme lösen, Hürden meistern. Das ist gut, wenn es zum Beispiel um, ja, ich sag mal, um eine Selbstständigkeit geht. Das siebte Haus steht für die Selbstständigkeit. Da kannst du jetzt mit viel, viel Energie dich dort regelrecht hineinstürzen, um vielleicht sogar auch finanziellen Zuwachs zu produzieren. Denn der Jupiter im siebten Haus, Jupiter steht für die Finanzen. Jupiter möchte Expansion, möchte sich ausdehnen, möchte wachsen. Da kann dir der starke Mars auch helfen. Wenn es hingegen um die Beziehung geht, kann er ein Stück weit auch zu viel Leidenschaft mit sich bringen. Und da ist es gut, wenn du in einer Partnerschaft bist. Geh mit deinem Mann wandern oder mit deiner Frau, mach Sport, arbeitet auf gemeinsame Ziele hin, um diese starke Energie vom Mars auf eine positive Art und Weise zu nutzen. Und das kann auch Themen mit sich bringen, die mit dem Zuhause oder mit Immobilien zu tun haben, die auch die Beziehung beeinflussen oder auch außerhalb einer Beziehung. Das siebte Haus steht für das Leben im Ausland und vielleicht bist du inspiriert, ins Ausland zu gehen oder vielleicht möchtest du eine Immobilie im Ausland erwerben. Der Jupiter im siebten Haus. Der Jupiter steht oder regiert bei dir über zwei schwierige Häuser und so beeinflusst er hier auch das Thema Partnerschaft. Das heißt, es wird auch gewisse Hürden geben, gewisse Schwierigkeiten, die eben auch nochmal durch den Mars sozusagen verstärkt werden und wo es dann wichtig ist, das auf eine konstruktive Art und Weise miteinander zu lösen. Und wenn du eine Frau bist, der Jupiter steht für den Partner oder für den Ehemann, so kann es auch bedeuten, dass vielleicht der Partner gewisse Schwierigkeiten hat, die sich aber auch wiederum auf die Beziehung auswirken können. Und innerhalb der Partnerschaft kann auch das Thema Kinder jetzt wichtiger werden. Da kann es auch Auseinandersetzungen geben, dass ihr euch vielleicht nicht ganz einig seid, ja. Wenn es um den Umgang mit Kindern zum Beispiel geht oder auch um den Umgang mit Finanzen und Schulden. Jupiter steht für die Finanzen und das sechste Haus steht für Schulden. Gut, wir gehen weiter und wir schauen uns die Sonne an. Die Sonne ist die ersten zwei Drittel im neunten Haus. Du kannst Inspirationen haben, die mit deiner Berufung zu tun haben oder die mit deinem Glauben zu tun haben. Der Vater kann wichtiger werden in dieser Zeit. Vielleicht hast du auch Inspirationen, wie du selbst mehr Führung und Verantwortung übernehmen möchtest. Wenn du beruflich nicht etwas tust, was dich mit Sinn erfüllt, dann ist es eine Zeit da, hier drüber nachzudenken, ob du da beruflich noch richtig unterwegs bist. Im letzten Drittel im Juni haben wir die Sonne im zehnten Haus. Das ist das Haus des Berufs, das ist das Haus der Karriere, das Haus deines Ansehens. Und auch jetzt heißt es beruflich mehr Verantwortung übernehmen, beruflich vielleicht in eine führende Rolle eintreten, beruflich andere Menschen zu inspirieren. Doch natürlich, die Sonne steht auch für Autoritätsfiguren. Und so können auch Autoritäten einen stärkeren Einfluss auf deine Tätigkeit ausüben. Was ist eine Autorität? Zum Beispiel ein Chef oder Ämter oder Regierungsstellen.
Die Sonne steht immer für deine Inspirationen und so ist es auch eine Zeit, wo du beruflich Inspirationen haben kannst. Und wenn du die Möglichkeit hast, solltest du diese auch ernst nehmen und umsetzen. Als nächstes kommen wir zum Merkur. Der Merkur ist die erste Hälfte des Monats im achten Haus. Die zweite Hälfte ist er dann im neunten Haus. Und das bedeutet, wenn der Merkur im achten Haus ist, im Haus der Schwäche, auch noch beeinflusst durch den Rahu, der Illusionen mit sich bringen kann, dann ist das keine gute Zeit, um jetzt zu investieren oder um zu spekulieren. Das Ganze ist mit Schwächen behaftet und da ist es besser zu warten, bis der Merkur im neunten Haus ist, also in der zweiten Junihälfte. In der zweiten Junihälfte ist es dann besser, wenn es um Investitionen geht. Der Merkur im neunten Haus kann dir dann auch helfen im Umgang, im Austausch mit dem Partner oder der Partnerin, im Rahmen einer Ehe oder festen Beziehung oder auch kann helfen im Umgang mit dem Vater. Das neunte Haus steht für deine Berufung. Der Merkur selbst steht für eine Selbstständigkeit. Wenn du noch nicht selbstständig bist, vielleicht fühlst du dich dazu jetzt berufen oder du möchtest deine Talente mehr zum Ausdruck bringen. Du möchtest in deine Fertigkeiten mehr investieren. Oder du möchtest sogar noch etwas Neues lernen. Wissen, was mit, ja, Religion, mit Glauben, Glaubensthemen, mit Philosophie zu tun hat, auch das wird wichtiger, wenn der Merkur das neunte Haus berührt. Der Merkur ist vom 1. bis 3. Juni rückläufig. Das ist keine gute Zeit, um zu reisen. Wenn du reisen möchtest, dann tu das lieber ab dem 4. Juni. Wir haben noch die Venus. Die Venus ist die ersten 3 Wochen im achten Haus und die letzte Woche ist im neunten Haus. Die Venus steht im achten Haus zwar in ihrem eigenen Zeichen, das achte Haus ist aber immer das Haus der Transformation und der Schwäche. Die Venus ist der Planet der Liebe. Es können sich und der Partnerschaft Schwächen auftun in Verbindung mit der Beziehung. Wenn du in einer Partnerschaft bist, dann macht es natürlich Sinn, dorthin zu schauen, sie nicht unter den Teppich zu kehren, sondern hinzuschauen. Und dann, ja, in eine Lösung zu gehen, in einen Prozess zu gehen, damit das Ganze zu einem guten Ende kommen kann. Und wenn dabei auch Hilfe von außen notwendig sein sollte, dann ist das keine Schande, sondern lieber holt man sich in so einem Fall auch die Hilfe von außen durch einen Therapeuten oder eine Therapeutin, wenn das hilft, an der eigenen Partnerschaft zu arbeiten. Wenn du Single bist und die Venus ist im achten Haus, so kannst du trotzdem auch Schwächen in deiner eigenen Beziehungsfähigkeit erkennen. Und auch da kannst du dann dorthin blicken und wenn es dir wichtig genug ist, dafür etwas tun, damit du beziehungsfähiger wirst, beziehungsfähiger mit dir selbst, mit anderen Menschen und später auch mal mit einem Partner oder einer Partnerin. Die Venus beschreibt dich sowieso am zweitbesten. Das bedeutet auch, die Lebensbereiche, die Häuser, wo die Venus beeinflusst in diesem Monat, werden wichtig für dich. Und durch den Einfluss vom Rahu auf die Venus kann es zu starken Wünschen führen. Nicht jeder Wunsch ist immer gut, den wir haben. Und die Intensität, etwas haben zu wollen, bedeutet nicht gleichzeitig, dass das gut für uns ist. Und gerade wenn der Rahu am Wirken ist, macht es Sinn, das Ganze gelassener zu betrachten, eher etwas Abstand davon zu nehmen, das Ganze durch die Wellen gehen zu lassen. Und wenn es die Intensität mit der Zeit verliert, war es doch nicht so wichtig. Und gerade zum Thema Beziehung kann es sein, dass du dir hier Illusionen vormachst, dass du die Dinge nicht so siehst, wie sie sind, sondern wie du sie eben gerne hättest. Und zu einem späteren Zeitpunkt, ja, wird dann das Aufwachen aus diesen Illusionen kommen.
Und der Rahu und die Venus im achten Haus kann auch ein Hinweis auf Betrug sein in Verbindung mit einer Partnerschaft, mit einer Beziehung und dass dies für eine bestehende Beziehung oder Ehe kontraproduktiv ist, glaube ich, muss ich nicht näher ausführen. Und auch außerhalb, selbst wenn du Single bist und es bieten sich Möglichkeiten, in eine Beziehung zu treten, wo der andere aber es nicht wirklich ernst meint, sondern was mehr ein Abenteuer ist oder wo der andere vielleicht auch gar nicht so ehrlich ist, dann solltest du gut zu dir sein und dich von solchen Erfahrungen fernhalten, denn solche Erfahrungen hinterlassen Narben, mit denen du dich dann später auch in einer Partnerschaft herumschlagen musst. Die letzte Woche ist die Venus im neunten Haus. Dort geht es ihr jetzt besser. Das ist auch das Haus der Ehe. Wenn du in einer Beziehung bist, könnt ihr jetzt wieder liebevoller, respektvoller miteinander umgehen. Die Venus im neunten Haus ist auch gut für die Beziehung mit dem Vater. Vielleicht möchtest du auch dem Vater mehr helfen, ihn mehr unterstützen. Die Venus steht ja für die Fürsorge. Du kannst dich jetzt auch intensiver mit deinem Lebenssinn, mit deinem Glauben, deiner Berufung auseinandersetzen und auch hier in Verbindung mit dem Aspekt, dass du etwas tust, wo du dich, ja, wo du einfach dabei bist mit deinem ganzen Wesen, was dir Freude bereitet und was du liebst. Ich möchte dir sagen, die Venus steht für die Regenerationsfähigkeit und egal, ob wir uns von Traumata erholen, von schwierigen Zeiten, von Krankheiten. Wir brauchen überall eine gute Regenerationsfähigkeit. Die Venus steht gleichzeitig für die Liebe und die Freude. Daraus kannst du schließen, wenn du Freude und Liebe in dein Leben holst und dafür brauchst du nicht unbedingt andere Menschen. Das kannst du auch auf andere Art und Weise tun. Du kannst zu dir selber gut sein. Dann wirst du dich auch schneller erholen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dies zu wissen. Gut, damit möchte ich es jetzt belassen für diesen Monat. Ich lade dich zum Schluss noch einmal ein, besuche den Selbsterkenntnis-Pfingstmarkt, sieh dich um an seinen Marktständen, tu dir selbst etwas Gutes, indem du den Fokus auf deine Entwicklung, auf dein Leben richtest, um dort aktiv zu werden, um dort etwas zu unternehmen, damit du auch sehen kannst, dass du Macht hast. Hör auf, dich ohnmächtig zu fühlen, hör auf, dich ausgeliefert zu fühlen, denn das sind alles Zustände, die nicht gut für uns sind und auch mich ergreifen, die immer wieder mal. Deswegen kann ich ja auch drüber reden und da ist es wirklich wichtig, dann zu sagen, okay, stopp, 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 ich tue den Fokus dorthin, wo ich etwas tun kann. Und das ist letztlich immer das eigene Leben, die eigene Entwicklung. Den Link zum Markt findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, mache das Beste aus diesem Monat im Rahmen deiner Möglichkeiten und bis bald oder bis zum nächsten Monat.